Ihr seid eingeladen bei Bekannten, bei Freunden und ihr seht, dass sie dieses Tender Nova Mesh Set rumstehen haben. Dann könnt ihr die ein bisschen ärgern und wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Man darf in Deutschland keinen wirksamen Schutzmechanismus umgehen. Und das wäre ja total gemein und fies, das zu machen. Machen wir heute aber auch gar nicht, denn hier gibt es keinen wirksamen Schutzmechanismus. Ich habe hier zwei Handys liegen. Links, das ist das Admin-Handy, rechts ist das Gast-Handy. Das hat hier so ein blaues Fähnchen, also immer wenn ihr das blaue Fähnchen seht, bin ich Gast und sollte eigentlich möglichst wenig machen können in so einem Gast-WLAN. Um euch die Gast-WLAN-Funktion mal zu zeigen, entsperre ich mal mein Handy und gehe auf die Tender Nova-App. Nicht Tender Nova, Tender Wi-Fi App. Da habe ich jetzt schon zwei Würfel im Netzwerk. Der hier nicht, der andere steht irgendwie drüben, ist aber auch egal. Das ist der Hauptwürfel und an dem habe ich ein Netzwerkgerät angeschlossen. Ein Netzwerkgerät könnte bei euch zum Beispiel ein Drucker sein oder ein kleines NAS, ist ein kleines NAS oder hier in meinem Fall ein Raspberry Pi. Darauf laufen dann so schöne Dienste wie Dateifreigaben oder kleine Webserver oder wie beim Drucker halt ein ganz normaler Druckerdienst oder ein Scanner, den ich dann aus dem Heimnetz benutzen kann. Also vielleicht hat der eine oder andere von euch ja sowas im Einsatz. Und da wird es dann eben ganz schön lustig werden bei euren Gästen, wenn ihr mal den Drucker anschmeißt aus dem Gästenetzwerk. Und das ist dann genau das Problem, dass man aus dem Gästenetzwerk auf diese ganzen Geräte zugreifen kann mit diesem Tender Nova Mesh Set. Aber von vorne. So, Gästenetzwerk. Ich bin jetzt hier der Admin auf diesem Tender Nova Mesh Würfel und habe hier das Gästenetzwerk einmal aktiviert. Im Default hat das leider ein sehr unsicheres Passwort, solltet ihr also ändern. Immerhin gibt es einen beschränkten Gültigkeitszeitraum. Nach 8 Stunden schaltet sich das aus. So, mein Gast kommt also, oder ihr seid der Gast, wie auch immer. Der will sich jetzt mit WLAN verbinden. Er sieht jetzt also in seiner Wi-Fi-Übersicht das Guest-Wi-Fi. Ihr gebt ihm das super sichere Passwort von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und klickt auf Verbinden. Jetzt bin ich erfolgreich verbunden und habe auch Internet. Und wenn ihr also bei euren Gästen seid und seht, dass sie so ein Tender Nova Mesh Set haben, wird es jetzt spannend, denn ihr könnt jetzt das Netzwerk im Grunde recht einfach übernehmen. Der Raspberry Pi, der dahinter hängt, hat eine IP-Adresse, die kenne ich schon. Die können wir mal ausprobieren, ob wir die erreichen können. Hier oben seht ihr, dass ich die schon mal eingegeben hatte. Und jetzt versucht er die nochmal zu laden. Das wird ihm jetzt aber erstmal nicht gelingen. Das heißt, ich bekomme jetzt erstmal den Eindruck, naja, meine Netzwerkgeräte sind ja voneinander abgeschottet. Einen anderen Test, den man machen kann, wäre zum Beispiel die Tender Wi-Fi App mal zu installieren als Gast und zu gucken, kann ich denn die Administration von den Geräten übernehmen. Wir starten die mal, das ist jetzt der erste Start. Da will er immer Zugriff auf den Standort, wollen wir natürlich nicht haben, lehnen wir ab. So, jetzt sagt er, ich bin ja gar nicht mit einem Tender Wi-Fi verbunden, verbinde ich doch erstmal mit dem Tender Wi-Fi. Naja, ich bin im Grunde schon mit dem Tender Wi-Fi verbunden, aber korrekterweise lässt er mich das jetzt nicht administrieren und blockiert das Ganze hier. So, wie ist der Trick, um das jetzt zu umgehen? Der einzige Schutz, den dieses Gastnetz bei euch bietet, ist eine Abtrennung der IP-Adressen, also der IP-Subnetze. Das ist natürlich keine echte Abtrennung, weil wenn ich hier mal in Android einfach auf Netzwerk ändern gehe, dann gehe ich hier auf erweiterte Optionen und bei IP-Einstellungen wähle ich statisch aus. Kann jetzt wieder runterscrollen, kann mir jetzt eine eigene IP vergeben. Und das ist im Grunde schon der ganze Trick. Und dann gebe ich einfach eine aus dem 5er-Subnetz ein. Irgendeine IP suche ich mir jetzt hier hinten aus. Also die letzte Stelle ist frei wählbar, sollte nicht die 1 sein, weil das hat dieses Teil, soll halt irgendwas Hohes sein, was vermutlich noch nicht vergeben ist, wenn es einen IP-Adresskonflikt gibt, einfach weiter probieren, immer 1 hochzählen, irgendwann landet man einen Treffer. Wichtig ist, dass der Gateway hier genauso aussieht wie bei mir, also die 5.1 hat und der Rest ist eigentlich egal. Wir gehen mal auf Speichern. Ich bin immer noch im Guest-Wi-Fi und habe jetzt auch wieder Internet bekommen. Jetzt schauen wir doch mal. Wir schauen zum einen mal, ob ich hier auf meinen Raspberry Pi komme und jetzt lädt er sofort. Also hätte ich da jetzt einen Drucker angeschlossen, ein NAS oder eine Fritzbox und hätte jetzt gehofft, dass das Gast-WLAN mich davor schützt, dass meine Gäste darauf zugreifen können, tja, dann habe ich jetzt wohl ein Problem, denn die können darauf zugreifen. Das ist also prinzipiell schon mal bedenklich, würde ich sagen. Also man kann jetzt auf die ganzen Dienste bei euch im Netzwerk zugreifen, obwohl ihr ja dachtet, der ist ja im Gastnetzwerk. Oder entsprechend, wenn ihr der Angreifer seid, dann könnt ihr natürlich auch umgekehrt auf die Geräte eurer Gastgeber zugreifen. Android hat ja die Möglichkeit, dass man mal was Schönes drucken kann. Das kann man zum Beispiel mal ein bisschen ausnutzen und ein bisschen den Drucker heiß laufen lassen bei euren
Gästen. Ihr solltet natürlich so nett sein und die auf diese Lücke hinweisen. Nichts Illegales machen, bitte. Naja, das ist ja jetzt vielleicht noch harmlos, wenn man keine Dienste im Netzwerk laufen hat. Spaßiger wird es aber, wenn ich zum Beispiel mal die Tendai Wi-Fi App jetzt mal aufmache. Und obwohl ich jetzt nicht im Netzwerk Useful Wit bin, sondern Guest Wi-Fi immer noch, bekomme ich jetzt die Anzeige, es wurde ein steuerbares Gerät gefunden. Sage ich doch, ja, das würde ich jetzt gerne steuern. Zulassen. So, jetzt wieder ein QR-Code scannen. Wenn ihr bei euren Gästen seid und ihr seht die Würfel, dann habt ihr auch Zugriff auf diesen QR-Code natürlich. Also das sollte jetzt keine Hürde sein. Das dauert bei mir immer ein bisschen, weil die Kamera einen blöden Autofokus hat. Aber diesmal ging es schnell, will ich mich jetzt also nicht beschweren. So, jetzt bin ich Chef davon. Was kann ich jetzt Schönes machen? Also, ich kann zum Beispiel mal die Geräte meines Gastgebers in die Kindersicherung mit aufnehmen und denen einfach das Internet abdrehen. Das kann aber euer Gastgeber wiederum umgehen. Habe ich ein anderes Video zugemacht. Ist auch egal, wir wollen den ja nur ein bisschen ärgern. Es gibt die Möglichkeit, einfach bei WLAN-Einstellungen das Passwort zu ändern. Dann fliegen alle Geräte von eurem Gastgeber aus dem WLAN. Oder noch lustiger, ihr lasst euch einfach anzeigen, das WLAN-Passwort. Ja, ihr habt jetzt also die komplette Kontrolle über diese Geräte erlangt, ohne dass ihr ein Passwort eingeben musstet oder ohne dass ihr überhaupt ins Haupt-WLAN musstet. Wir sind immer noch im Gäste-WLAN und können das Ding komplett übernehmen. Was ist jetzt das Problem an der ganzen Sache? So, dann lege ich das mal zur Seite und versuche das mal über die Tonspur zu erklären. Es gibt zwei Hauptgründe, ein Gast-WLAN zu benutzen. Das eine ist, ich muss mein WLAN-Passwort aus meinem Hauptnetz nicht meinen Gästen geben, sondern ich kann halt ein anderes generieren für das Gast-WLAN. Und das kann ich dann meinen Gästen geben. Und wenn die dann tolle Cloud-Lösungen haben und auch die Passwörter wild hin und her synchronisieren über Android oder die iCloud, kann mir das ziemlich egal sein. Ist ja nur das Gast-WLAN, das ist ein abgetrenntes Netzwerk. Da kann ich noch mit leben, falls da einer einbricht. Und ich kann deshalb damit leben, falls da einer einbricht. Das ist dann der zweite Grund, weil ich eben ein getrenntes Netzwerk habe. Ich kann also auf mein Hauptnetzwerk aus dem Gast-WLAN eigentlich, oder man sollte da nicht drauf zugreifen können. Auch nicht mit einer einfachen Änderung der IP-Adresse. Das ist deshalb wichtig, weil ich vielleicht ungeschützte Dienste in meinem Netzwerk betreibe. Ein Drucker zum Beispiel hat so gut wie nie einen Passwortschutz. Den kann ich einfach immer, sobald ich im Netzwerk bin, ansprechen, kann Sachen scannen, kann vielleicht eben seinen Druckerspeicher auslösen. Manche Drucker stellen eine Dateifreigabe bereit und ob die im Standard immer mit dem Passwort geschützt ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ein anderer Grund ist aber noch, dass es ja Viren gibt, die über Netzwerke sich verteilen. Das heißt, die scannen einfach die Umgebung ab in dem Netzwerk, in dem ihr euch befindet. Und wenn die ein anfälliges Gerät finden, springen die ganz einfach über. Das heißt, ihr braucht nicht mal eine böse Absicht zu haben, lauft mit so einem Gerät, das von einem Virus befallen ist, zu euren Freunden, geht da ins Gast-WLAN und euer Virus verteilt sich dann fröhlich auf alle Geräte, die anfällig sind im Netzwerk eures Gastes. Denn ja, die Trennung ist ja wie gesagt nicht wirklich scharf, sondern die ist einfach nur realisiert über dieses IP-Subnetz. Also Beispiel, hätte jetzt mein Raspberry Pi eine Sicherheitslücke gehabt, wäre es jetzt nicht auszuschließen gewesen, dass es ein Virus gibt, der einfach diesen Trick kennt mit der Änderung der IP-Adresse und darauf überspringen kann. Das ist sogar ziemlich einfach, ich gehe jetzt mal in die Sicht eines Angreifers oder eines Viruses. Die MAC-Adresse dieser Geräte verrät schon, dass ich in einem Tendai-Gerät bin. Und da kann ich ja einfach eine Regel hinterlegen und sage, aha, wenn du ein Tendai-Gerät findest, ändere doch einfach mal die IP-Konfiguration auf 192.168.5 Punkte und dann halt irgendwas ab. Und versuch doch mal, ob du dann Geräte findest. Im Gastnetzwerk bin ich auf der 192.168.11.1, im Hauptnetzwerk ist es die 5.1 am Ende. Also wir haben jetzt drei Probleme damit, wenn diese Tenderwürfel nicht das Gastnetzwerk sauber abtrennen. Zum einen schützt ihr euch nicht gegen Viren, zum anderen kann euer Gast, wie ihr vorhin gesehen habt, ja über die Tender-App das WLAN-Passwort auslesen. Und zum dritten kann der auch Schabernack bei euch im Netzwerk treiben, der kann ja auf alle Geräte zugreifen, die bei euch so rumfliegen. Der Zugriff über die Tender-App ist nur möglich, oder der Admin-Zugriff, wenn man hier unten diese Seriennummer hat. Wie komme ich an die? Also ja, Seriennummer ist vielleicht schon zu viel gesagt. Hier steht eine Seriennummer. Ich versuche mal den Zoom der Kamera zu benutzen, dass es nachher jetzt nicht unscharf wird. Da ist eine Seriennummer aufgedruckt. Die ist hier nochmal kodiert in diesem QR-Code drin. Und wenn ihr nicht auf den Hauptwürfel Zugriff habt, der hat ja wahrscheinlich sogar drei oder mehr Würfel, euer Gastgeber, deshalb hat man ja so ein Mesh-Set, könnt ihr auch einfach einen anderen Würfel nehmen, denn diese Seriennummern, die werden nur hochgezählt und die kann man in der App auch per Hand einfach eingeben. Man braucht also nicht den QR-Code, man kann die auch händisch eingeben und bei mir ist das die 250, 251 und 252. Also da kann man einfach raten, was denn der Hauptwürfel für eine Seriennummer hat, nicht IP-Adresse. Falls das nicht reicht,
ist das tollste Sicherheitsfeature, das ich bei dem ganzen Kram gesehen habe. Auf der Packung außen ist die Seriennummer, die den Zugangsschutz zur App bildet, aufgedruckt. Ich hoffe, ich habe die Problematik, die mit diesen Dingern einhergeht, jetzt verständlich auf den Punkt gebracht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Ich will jetzt auch nicht die Produkte oder so schlecht machen. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Die sind mir auch von Tender zur Verfügung gestellt worden. Ja, eigentlich für ein Review-Video, das kommt natürlich auch noch. Aber jetzt habe ich erstmal das so entdeckt, wie es ist. Es gibt auch noch ein Problem mit der Kindersicherung, die im Grunde das gleiche Problem hat. Könnt ihr mal in der Infokarte schauen. Wer also das Gast-WLAN nutzen will, der muss halt wissen, auf was er sich einlässt.